Totgesagte leben länger. In diesem Fall ist es der oft geschmähte Hochleistungsantrieb mitsamt dem wegen seiner häufig auftretenden Kreischgeräusche übel beleumdenden Stirnradgetriebe. In dieser V140 von Märklin zeigen sich beide äußerst diszipliniert. Der Motor lässt sich ruckelfrei und geschmeidig regeln, vom Getriebe ist kaum was zu hören und auch das nur bei abgeschaltetem Sound. Direkt angetrieben ist die hinterste Achse, auf deren zwei Rädern sind sinnvollerweise auch die beiden Haftreifen aufgezogen. Die anderen Räder werden über die beiden Kuppelstangen mitgenommen. Der Antrieb ist insgesamt leiser als bei dem 11 Jahre alten gleichen Modell aus der Sonderserie Dieselurahnen, damals in blauer Farbgebung als V16. Die nun ausgelieferte Neuheit unterscheidet sich äußerlich nicht nur durch Gehäusefarbe und Baureihenbezeichnung, auch der Dachaufbau ist komplett anders und die Lampen haben einen geringfügig größeren Durchmesser. Leider hat Märklin der V140 keine warmweiße Beleuchtung spendiert, sie hat einen gelblichen Farbstich. Positiv anzumerken ist, dass sich die Beleuchtung an beiden Führerständen etwa für vorbildgerechten Rangierbetrieb separat schalten lässt. Das Modell ist ein Vertreter der frühen Epoche 3.